sind eine Armee von Schatten, die ihm vorausgehen. Dieser dort? Ist der nicht so ein Boss wie Sledger? Nein, nein, der hier ist komisch drauf. Berät sich mit Verrückten, führt Rituale und sowas durch. Noch ein Artefakte und so. Klingst ängstlich. Und ob ich Angst habe? Daut ist kein gewöhnlicher Mann. Er wurde vom Outsider berührt, hat dunkle Kräfte erhalten. Der schlitzt dich auf, von da hinten. Die Überraschung wäre auf seiner Seite. Nicht umsonst wollen die meisten Männer seinen Namen noch nicht mal flüstern. Er lebt im überschwemmten Bezirk, zwischen Weinern und wilden Hunden? Das sagt man. Der perfekte Schlupfwinkel für einen Auftragsmörder. Das stimmt allerdings. Und wir wohnen eigentlich im Hauenpilzpub, also auch zwischen wilden Hunden und Weinern. Wie wir in der Kanalisation schon gesehen haben. Falls wir da schon. Boah. So. Muss ich mich erstmal kurz wieder reinfinden. Wir sind jetzt bei Slag Joe. So. Habe ich Kugeln, habe ich Betäubungspfeile. So. So, so. Okay. Das ist das Einzige. Sieht aus wie das Einzige. Ich würde gerne alle ermorden, muss ich ehrlich sein. Weil dann können wir uns nämlich hier schön umsehen. Aber schauen wir erstmal. Ist da unten denn jemand? Lesen, verdammt. Achso, okay, das brauche ich nicht. Das muss ich nicht lesen, das ist nicht wichtig. Nicht wichtig. Und dann muss ich den ja doch nicht umbringen. Dann kann ich ja einfach ganz in Ruhe weiterlaufen. Und ich gehe mal. Hatter is fired the first shot, but the Bottle Street Gang fired the last. Okay, wir haben hier ganz schön Selbstvertrauen. Die ollen Bottle Street Gangster. So, da ist ein kleines Miststück. Ja, glaube ich schon. Da hinten liegt. Miese Ratte! Was liegt hier noch so rum? Nichts gehört. Ich würde nur gerne das vom Tisch da mitnehmen. Hast du was zum Rauchen oder Essen? Verschwinde, Idiot! So, das haben wir. Wunderbar. Den Schlüssel haben wir auch. Sehen die uns, wenn ich jetzt hier runter gehe? Ich stelle mich jetzt mal da an, wenn ich reingucken will. Werkzeug, wunderbar. Das könnten wir sogar gebrauchen. Hoffe ich doch. Das sieht hier aus wie so eine Zelle oder sowas. Finest Ladies.
In All Isles. In All Isles. Irgendwas Gutes gefunden? Halt's Maul! Die sind hier sehr nett miteinander. Und Domoral Whisky Distillery. Wir sind drin. Und haben nur einen Typen umgebracht. Das sehe ich mal als neuen Rekord. Craxton, ich komme morgen vorbei, um mir die neue Lieferung anzusehen. Diesmal solltest du eine Hose anhaben und dich nach dem Rezept richten. Pass auf. Ein Teil von Sokolovs Elixier, ein Teil Bienenwachspaste, zwei Teile Zuckerwasser. Und das war's. Je mehr du von dem echten Zeug reinrührst, desto weniger kannst du verkaufen und desto geringer ist mein Verdienst. Das hier ist schließlich kein Wohlfahrtsverein. Slackjaw. Die machen quasi kein eigenes Elixier. Sondern, achso, das könntet ihr lesen, wenn ihr wollt. Die rühren die quasi einfach nur, die verdünnen die und lassen die einfach für teuer verkaufen. Oh, da sind wir durch. Kommen wir da durch? So, Mana, Elixier, Kugeln, alles voll, Granate, die kann man mitnehmen, braucht man vielleicht noch, Springminen, wunderbar, Apfel, Geld, noch mehr, eine interessante Flasche, die kommt ins Rampenlicht, Flaschi, du bist berühmt. Wenn du stehen bleiben würdest, hör auf Lampenfieber zu. Ich bin kein Flaschenmörder, nein. So. Wie komme ich hier? Echter Schenkelklopfer. So schnell. Jetzt bin ich dran. Na, lass hören. Dort na gut, pass auf. Der Edelmann schlief mit der Küchenmagd. Machten laute Geräusche beim Liegen. Seine Frau hat... Findest du Schlachtermesser zur Hand und sorgte für Ruhe und Frieden. Oh ja, klar. Die Ehefrau hat beide erstochen. Ja, ja, ganz genau. Jetzt bist du dran. Lass mich mal nachdenken. So, Sekunde. Ich spüre so, ja, ich dieses. Hab eins. Fertig? What the fuck? War einst ein Seemann aus Morley. Der liebte eine Frau so sehr, gab Geld ihr zum Dank, doch sie machte. Oh, das ist direkt vor uns. Ihn gibt's nicht mehr. Okay. Hast gewonnen, hast Warte gewonnen. Was. Ja, ich kenne eine Menge. Ich hab gerade gedacht, es fokussiert richtig, aber das nicht. Nutzen wir hier. Gehen wir hier rein. Magnet-Tür zu. Wunderbar. Ich höre da jemanden. Dürfte nicht hier hochkommen. Jetzt mal alles ausnehmen, mitnehmen. Buch. Auszug von Notizen eines Naturphilosophen. Könnt ihr wieder selber lesen. Ihr kennt das ja. Wir wollen ja, dass ihr auch ein bisschen was macht. Robust 1. Eine Rune. Robust 1. Tränke geben dir etwas mehr Gesundheit zurück. Du regenerierst schneller Mana, deine maximale Gesundheit wird leicht erhöht.
Feuerwasser. Fechter. Okay. Das passt so. So. Da unten ist, glaube ich, jemand, den ich aber nicht töten will. Der wird jetzt dafür bestraft, dass er ein Nickerchen nimmt, während es. Ja, gut. Nein, ich will nicht, dass er vom Ratten gefressen wird. Das wäre schlecht. Deswegen ab mit dir auf den Tisch. Fall nicht runter, danke. Springmine. Hier ist ein Buch. Nächste Lieferung. Familie Tuppert, 4 Rationen. Familie Cramming, 3 Rationen. 5 Rationen. 2 Kisten an die Golden Cat. Bitterleaf Armenhaus, 1 Kiste. Ed Knack, 1 Einheit. Lover, 1 Einheit. Black Sally, 2 Kisten. Griff, Zahlung ausstehend. Das ist der Verkäufer. Trace Flannery, 2 Rationen. Familie Pratchett, 5 Rationen. Pratchett sagt mir auch irgendwas. Nelly und Morris Sullivan, 2 Rationen. Sullivan sagt mir auch etwas. Ich weiß aber gerade nicht was. Tut mir leid. So, was steht hier? Bedienungsanleitung. Befestige eine leere Elixierflasche an der Düse, bevor du die Maschine einschaltest. Öffne das Ventil, nimm die gefüllte Flasche, wiederholen, bis der Tank leer ist. Bis der Tank leer ist. Keine Flaschen zerbrechen, keine Elixier verschütten, keine Katastrophe. Noch nicht. Wir spielen heute Kochsimulator 2015 Horror Edition. Und wir nehmen diese Elixierflasche, diese tolle Flasche, schütten die hier rein und dann drehen wir am Rad. 360 am Rad drin, war verdammt. 360 am Rad drin? Nein. Das war nix. So, das ist drin. 360 am Rad. 360 am. 360 am Rad drin. Okay, das war nichts. Okay. Dann halt ein Springen und am Rad drehen. Elixier selbst brauen. Dann haben wir das Elixier gebraut und wir können keins ertragen. Ich wusste, dass uns jemand gehört. Ich wusste es. Versteck mich mal unter der Treppe hier. Damit er uns ja nicht sieht. Und damit ich ihn einfach abstechen kann. Kleines Miststück! Das war gerade. Komm mal jemand hierher! Oh, hier kann ich drunter durch. Cool. Hätte man die Schüssel sogar gar nicht gebraucht. Da ist nichts drin. Da ist nichts. Doch was drin. So, achso, wir müssen das Elixier noch Vergiftnisse machen. Habe ich jetzt schon fast vergessen. Ich schreibe jetzt gerade automatisch so. Lecker. Davon will ich doch eigentlich sogar noch eine Ration machen. Haben wir hier noch Elixierflaschen? Ach, ich kann keine reinstellen. Ich finde es auch schön, wie die Größe variabel ist zu allem, wenn ich... Das ist, glaube ich, in Shootern aber auch so. Diese Ich-Perspektive ist immer größer als alles. Also beispielsweise bei... Nehmen wir jetzt mal Call of Duty oder sonst was. Da ist die Größe von der Waffe einfach nicht variabel zur Wand, beispielsweise. Das nehmen wir raus. Da ist ein Kabel. Das durchschneiden wir auch nicht. Oder? So. Hier war da noch. Und dann...